An welchem Punkt wir auch immer in unserem Leben sind, wir befinden uns alle auf dem Weg zur Liebe. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn das in unserem Leben vielleicht gerade gar nicht danach ausschaut. Vielleicht auch nicht in dir. Ich finde es sehr, sehr hilfreich zu wissen, dass wir auf diesem Weg sind. Egal, wo wir uns gerade befinden, egal, was gerade in unserem Leben abgeht. Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist schon lange her und es tut mir auch leid. Ich hatte öfter daran gedacht, dass ich Lust hatte, ein Video zu machen, aber ich war wirklich auch mit den alten Themen beschäftigt, also in Auseinandersetzung damit. Und bin auch noch mal ein bisschen in den Keller gegangen, sagen wir mal, der Keller, wo die alten Leichen drin stecken, von uns selbst, wo wir uns selbst begegnen, habe mich mit Träumen auseinandergesetzt oder mit den Menschen, denen ich begegnet bin. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich brauche jetzt gerade ganz viel den Raum einfach für mich und habe mich dann auf Social Media kaum noch blicken lassen. Ich weiß nicht, wie du die letzte Zeit erlebt hast. Würde mich interessieren, es von dir zu hören. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig krass intensiv. Einfach von der Energetik her. Ich spreche gerne von der Energie. Vielleicht hast du da auch eine ganz andere Wahrnehmung dazu und beschreibst das mit anderen Worten. Es wäre dann ja vielleicht spannend, das zu hören von dir. Für mich ist es die Energetik, auch zum Teil die Informationen, die da drin enthalten sind natürlich auch. Also ich kann ja eine kraftvolle, liebevolle Energie wahrnehmen, als auch zum Beispiel eine kraftvolle, angstvolle Energie. Liebe und Angst scheinen so ein bisschen wie fast gegenteilig zu sein, wobei viele auch davon sprechen, dass Liebe kein Gegenteil kennt, und irgendwie kann ich das auch mit unterstreichen, weil für mich Liebe eben irgendwie auf irgendeine Weise, auf eine wundersame Weise wahrscheinlich, eben auch alles umfasst und alles beinhaltet, zahlreiche Aspekte, also unendliche Aspekte, würde ich sogar sagen. Und die Liebe ist für mich bildlich gesprochen tatsächlich wie die liebende Mutter. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg, die Qualitäten der liebenden Mutter zu entwickeln. Ich selbst bin auch noch Mutter. Ich weiß nicht, ob du auch Mutter oder Vater bist, aber selbst wenn nicht, hast du selber Mutter und Vater in deinem Leben, ob sie nun gestorben sind oder nicht. Sie existieren für dich, auf der seelischen Ebene und geistigen auf jeden Fall. Sie müssen nicht körperlich mehr hier sein, sie sind da. Und dass wir die Mutter und Vater gehabt haben in unserem Leben, ist ein großes Geschenk. Ganz egal, wie es war. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele sagen würden jetzt, und ich kenne das auch, ja, aber das war ja wirklich nicht schön, alles. Also. Und das ist mir damit mit ihnen passiert und das haben sie nicht richtig gemacht und sie haben mich nicht gesehen, genügend gewertschätzt oder geliebt und sie haben mir sogar wehgetan, mich verletzt, und natürlich ist das alles vorgekommen. Und so sind wir wirklich in dieser Liebesschule drinne und lernen, bedingungslos zu lieben, was auch immer ein Wesen tut mit uns. Und damit meine ich nicht, alles gut zu heißen, um Gottes Willen. Also damit meine ich nicht die Grenze zu setzen. Nein, 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 denn die Liebe bedeutet genauso ja auch, also die Liebe sorgt ja auch für sich selbst. Und wenn jemand über meine Grenze tritt, dann sag ich Stopp. Und dann sagt auch die Liebe, Stopp, hier ist die Grenze, jetzt ist gut. Das reicht mir jetzt. Und dann gehe ich. Manchmal macht die Liebe auch Pause. Es geht jetzt um diese wundersame Kraft der Liebe. Und ich muss zugeben, und ich gebe jetzt auch öffentlich und dir gegenüber zu, der du jetzt hier das Video zuhörst, dass es mir auch immer wieder schwerfällt, in der Liebe zu bleiben, im Erleben, in der inneren Haltung. Und dass es auch mir immer wieder noch passiert, dass ich da rausgerate und dementsprechend eben nicht aus Liebe handle, sondern tatsächlich von der Wurzel her betrachtet, würde ich sagen, handelt
handle ich dann aus einer Angst heraus. Und sie kann auch in Form von Wut sich ausdrücken in der Weise oder Ungeduld, Reizbarkeit, Stress. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Thema der Scham, das Thema der Schuld. Scham und Schuld hängen so ein bisschen zusammen. Das sind sehr tief schwingende Zustände, in die wir geraten können. Das sind Bewusstseinszustände letztlich. Also die beinhalten den Glauben, dass mit uns etwas nicht stimmt und dass wir eine Schuld tragen. Und das wiegt natürlich schwer. Also das sind alles nur Bilder, an denen ich spreche. Da geht es jetzt nicht darum, wie viel Kilo das hier wiegt, oder, aber es ist ein Vergleich, und dass das eine besser oder schlechter ist. Das können wir daraus machen, aber dann hängen wir da an was Altem fest. Es geht jetzt eher um eine wirkliche Beschreibung von dem, dass wir das klar erkennen können. Und wenn wir dann also wieder ins Alte geraten, ins alte Fahrwasser, alte Gewohnheiten aufgenommen haben, mit uns selber nicht liebevoll waren oder mit anderen, dann verschlimmern wir das manchmal noch dadurch, dass wir dann in diese Scham- und Schuldfalle kommen, in diesen Bewusstseinszustand von ich schäme mich und ich habe Schuld, ich trage eine Schuld, ich habe dann es nicht gut genug gemacht, und worunter dann auch noch liegt dieses nicht gut genug zu sein. Was wiederum hervorruft, dass wir tatsächlich dem auch entsprechen, weil es ist ja letztlich immer der Glaube, der Gedanke, den wir haben, an dem wir haften, ruft diesen Bewusstseinszustand hervor. Und in diesem Bewusstseinszustand ja, verhalten wir uns eben dementsprechend. Und da wir so wie magnetisch auch sind, im gewissen Sinne, die gleiche Energie zieht die gleiche Energie an, wenn du dir das so vorstellst, so, dann entspricht eben dein Umfeld oder die Reaktion, die du aus deinem Umfeld bekommst, eben diesem Bewusstseinszustand. Ja, kannst du dir vielleicht vorstellen, der Scham und Schuld, was das für Antworten und Reaktionen sind. Ja. Und da scheint dann die Liebe zu fehlen. Und dann gerät man noch tiefer dort hinein, wenn man dann daran festhält und glaubt, dass das Leben so ist und dass man selber so ist. Und dann ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir, finde ich, jetzt auf diesem Weg in diese Liebe, die wir jetzt alle gehen, die jetzt zum Beispiel bewusst daran denken, dass sie in die Liebe gehen, dass sie in die Liebe kommen möchten, dass sie das Leben möchten, die Liebe, was ja letztlich nichts anderes bedeutet, als dass wir selber sind. Weil natürlich ist jeder verschieden trotzdem. Ja? Es geht hier nicht um ein rosa-rot anmalen und alle fliegen hier mit Engelsflügeln durch die Gegend. Wir dürfen alle immer noch kraftvoll sein und wild und einzigartig und ausprobieren und das Spielerische haben von den Kindern, das wieder neu entdecken und vollkommen kreativ sein. Darum geht's. Und da drückt sich dann die Liebe aus. Und die Liebe drückt sich eben auch darin aus, dass wir dann auch den anderen mit betrachten, dass wir dann auch von dem anderen wissen oder dem Ganzen, was existiert, was natürlich die Erde beinhaltet. Ja, alle Pflanzen, alle Wesen letztlich, alle Menschen natürlich genauso. Und da denken wir eben nicht mehr nur an unser eigenes Überleben oder das Überleben unserer Familie, sondern auf diesem Weg zur Liebe, wo uns das beginnt, bewusst zu werden, dass wir überhaupt die Wahl haben, das machen zu können, in einer Welt voller Angst und Schrecken und Schreckensmeldungen vor allem, dass wir dann trotzdem die Wahl haben, die Liebe zu wählen. Wir können trotzdem Vertrauen wählen, auch wenn es sehr schwer ist, besonders natürlich für Menschen, die zum Beispiel stark von Trauma betroffen sind. Und ich merke, dass das ein wichtiges Thema ist, über das ich noch mal öfter sprechen möchte. Aber auch für diese Menschen und sowieso die meisten Menschen haben einen, in gewissem Sinne eine Traumatisierung im Sinne einer Trennung von sich selbst, einer Spaltung von sich selbst. Und von daher ist das im Grunde für jeden Menschen interessant, sobald ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt ist, dass noch mehr möglich ist. Jemand, der natürlich in seiner Angst wie eingenebelt ist, also der nichts anderes mehr sehen kann. Angenommen, es kommt die Tsunami-Welle, die Flutwelle, ja, dann wirst du in dem Moment sehr wahrscheinlich einfach nur diese Flutwelle sehen und Angst, und du kannst nicht daran denken, ja, weil es ist ein sehr hohes Bewusstsein davon, jetzt in einer meditativen, vertrauensvollen Haltung zu sein und zu wissen, dir kann nichts passieren, weil du bist ja nicht der Körper,
Ja? Springst du also da hinein und lässt dich mitreißen und gucken, was passiert. So, aber nein, du wirst dann in der Angstwelle sein. Und so ist das eben für viele jetzt, sind sie in dieser Angstwelle. Viele. Und weil sie ja auch tatsächlich geschürt wird. Und es fängt damit an, dass jemand irgendwie beginnt, trotz dieser Angst zu merken, dass ihn irgendwas ärgert. Ärgern ist schon mal eine bessere Energie als einfach nur panische Angst, weil Ärger schon mehr Kraft wieder beinhaltet. Da geht es mehr wieder darum, was will ich denn eigentlich? Denn zum Beispiel die Angst macht eher klein und ziehen wir uns so zusammen und dann sind wir gelähmt, ja? Wir gefrieren und wir sind nicht mehr handlungsfähig. Wut und Ärger und Gereiztheit, das führt schon mal dazu, dass wir beginnen zu sehen, was uns hier stört und was wir gerne auch anders haben wollen. Und viele natürlich spüren den Ärger darüber, dass sie sich nicht mehr so frei fühlen. In ihrem Leben. Sie möchten ihre Kinder sehen, ihre Enkelkinder, ihre Freunde, ihre Nachbarn, all die lieben und im Austausch sein. Und eine Zeit lang mag das ja okay sein, aber irgendwann merkt dann jeder, früher oder später, jetzt ist gut. Und für viele kommt jetzt dieser Punkt. Das ist ein guter Punkt. Und an diesem Punkt ist es ein bisschen wie der Ausstieg aus dieser Angst. Und ein Einstieg in die Liebe, auch wenn das noch gar nicht so bewusst ist bei diesem Schritt. Ja? Da geht es erstmal um eine Abgrenzung auch und um das Finden von dem eigenen Willen. Aber damit meine ich jetzt nicht diesen reinen Ego-Willen, sondern um den Willen, also wo die Freude verletzt ist, ja? Wo wir spüren, das ist nicht Liebe, das ist nicht. Da kommt keine Freude auf, da stimmt was für mich nicht, da ist eine Grenze überschritten. Da meldet sich ja letztlich die Seele, da meldet sich das Leben. Und darum könnten wir es auch statt den eigenen Willen, den Willen des Lebens nennen. Gottes Willen, könnten vielleicht auch manche dazu sagen, um den geht's. Und ja, und diesen Willen, der so von uns von innen her wahrgenommen werden kann, der ist immer mit Freude verbunden. Den kannst du auch aktivieren oder wahrnehmen, besser gesagt. Aktivieren braucht man den Hund natürlich nicht, aber indem du aus dem Strudel der Angst gerätst und dir den Raum dafür nimmst, den göttlichen Willen zu spüren. Deinen Urwillen, das, was in dich hineingelegt worden ist, der göttliche Same. Das, was du wirklich bist. Wir können auch gerne das Wort Gott weglassen, weil für viele ist es negativ besetzt und ich habe da totales Verständnis dafür. Ich finde, das Leben ist sehr schön bezeichnet und betrachtet es aus einer Perspektive, die mehr ein bisschen neutral ist. Der Samen des Lebens in dir, der möchte jetzt einfach aufgehen, Schritt für Schritt. Und es fängt an, in deinem Geiste aufzugehen, auf diesem Weg zur Liebe. Dir wird bewusst, dass da etwas in dir ist, was dir geschenkt ist und was mit Freude verbunden ist und was du gern teilen möchtest. So, stell dir diese Kinder vor, wie sie aufwachsen und wie sie ihre Freude doch einfach teilen. Ja, sie umarmen doch jemanden, der die Straße kehrt oder den Müll vor der Haustür wegbringt, genauso wie sie den reichsten Bankier begrüßen würden, liebevoll und offen und ohne Vorurteile. Und das ist dann eben Liebe. Das ist wirklich wahre Liebe. Dieses offene Begegnen von dem, was ist. Und mal diese ganzen Schubladen und Schranken fallen zu lassen, die wir aufgebaut haben zwischen uns hier. Und wir haben sie besonders zwischen uns Menschen aufgebaut. Und jetzt werden sie nochmal richtig sichtbar gemacht. Und das ist sogar gut so, und jetzt mach mich bitte nicht gleich an dafür, hör erst noch mal ein bisschen weiter. Es ist gut so, dass wir die Grenzen jetzt aufgezeigt bekommen und ich beschreibe es schon in dem Wort aufzeigen, da zeigt sich nämlich was. Es ist nämlich nur so, es wird sichtbar, was sowieso vorhanden ist. Weißt du, es ist so, in meinem Erleben überhaupt, ich vergesse das immer noch mal gleich am Anfang, sollte ich das sagen. Es ist nur mein Erleben, was ich hier teile. Und wenn du das nicht teilst, ist das vollkommen in Ordnung, weil du hast dein eigenes Erleben, das ist mir auch das Wichtigste sogar. Jeden dazu zu inspirieren, sein eigenes zu finden, die eigene Wahrheit und so weiter. Jetzt habe ich gerade leider meinen Faden kurz verloren.
Es ging darum, das eigene zu finden, das eigene zu leben. Ja, und dass wir diesen Abstand jetzt haben, diese Trennung von uns, von den anderen, das macht nur das sichtbar, dass wir ja schon so ewig lange von uns selbst doch getrennt worden sind. Einfach diese Schranken, die wir jetzt im Außen sehen, hier die Mauer, du darfst jetzt nur zum Beispiel einen anderen Menschen treffen oder wie viel auch immer es gerade irgendwo erlaubt ist, kannst du auch auf eine Weise betrachten als einen Ausdruck von dem, dass du von dir selber getrennt bist, und zwar von deiner wahren Natur, ein Stück weit getrennt bist. Und dass außerdem sich das ausdrückt dahingehend, dass es auch in deiner äußeren Umwelt sichtbar wird, dass du von anderen getrennt bist. Zumeist haben wir das daran gemerkt, dass wir uns eben natürlich nicht mit allen gut verstehen und dass wir Trennung erleben, dass wir verlassen werden oder dass wir keinen Zugang bekommen zu jemandem. Und das entspricht in allen Fällen, das ist mein eigenes Erleben zumindest, wie eins zu eins ist das der Spiegel von dem, wie wir in unserem Inneren getrennt sind. Und was aber nicht bedeutet eins zu eins, wenn du die innere Trennung und Spaltung überwunden hast und dich gefunden hast und weißt wieder, wer du bist und in dir ruhst, in deiner eigenen Kraft verwurzelt, ja, und dann kann es sein, dass du jemanden begegnest, der aber nicht diese Verbindung hat und der das auch nicht zulassen kann und will. Und der wird wie an dir abprallen, der wird sich nicht öffnen können. Und du kannst das dann sehen. Das löst dann aber keinen Schmerz mehr aus. Das löst keine Abwehr oder kein Urteil. Das ist dann der Unterschied. Heute reagieren wir ganz oft eben auf eine innere Kränkung. Oder auf eine innere Angst, wir befürchten etwas und verhalten uns dann irgendwie auf eine gewisse Weise schon so, um etwas zu verhindern, was wir nicht erleben wollen. Ja, und für mich ist jetzt darum, ich habe jetzt ein bisschen einen weiteren Bogen gespannt, wohl auch, um das Bild ein bisschen deutlicher zu machen, worum es jetzt für mich ganz wesentlich geht, worum es auch für mich selber gerade gegangen ist und auch immer weitergehen wird, das ist das Thema, sich selber zu verzeihen, Selbstvergebung, jetzt nicht als ein Werkzeug, könntest du so sagen, aber es ist eher eine grundlegende innere Haltung, diese Haltung davon einzunehmen, was auch immer geschieht, wie auch immer ich mich verhalten habe oder wieder was wiederholt habe, ich verzeihe mir das, weil andernfalls hänge ich im Alten fest und außerdem beginne ich dann gleichzeitig, anderen auch nicht zu verzeihen. Ich kann mir das dann einreden, aber in gewisser Weise wird es irgendwo sichtbar sein, dass ich doch in irgendeiner Weise nicht verzeihen kann, weil ich ja mir selber nicht verzeihen kann. Es ist immer, das ist eben eins der, kann man das ausdrücken, der Grundbegebenheiten oder der, vielleicht manche nennen das auch Naturgesetze, dass es tatsächlich so ist, was in uns ist, das ist eben auch im Außen sichtbar, spürbar. Ja. Ich wünsche dir besonders jetzt in der Zeit, dass du es schaffst, dir für dich selber Raum und Zeit zu schaffen, dass du dir diese Zeit nimmst, den Raum nimmst, mit dir im Innen verbunden zu sein, mit dem, was in dir ist, und dass es dir gleichzeitig auch noch gelingen mag, mit einer liebenden inneren Haltung damit verbunden zu sein, so auf dem Weg der Liebe sozusagen zu einer liebenden und zu einem Liebenden zu werden, indem du mehr und mehr und Schritt für Schritt Liebende oder Liebender bist. Indem du liebst, obwohl du auch gleichzeitig Wut und Ärger spürst oder Angst oder Scham oder Eifersucht
und du weiterhin liebst und du vor allem weiterhin dich selber liebst, wie eine Mutter ihr Kind lieben würde. Und wenn es dir zum Beispiel manchmal nicht leicht fällt, das zu tun und du Schwierigkeiten hast, kann dir was helfen. Aber ich weiß nicht, ob es dir hilft. Mir hilft es aber auch nicht immer. Aber es ist sehr oft hilfreich für mich. Wenn ich mich daran erinnere und weiß, wo ich lebe, wo ich bin, und zwar auf unserem Planeten, auf der Erde, und was die Erde ist, und dass doch die Erde der materialisierte Ausdruck von Liebe schlechthin ist. Schau, was hier alles an Reichtum, an Freude, an Schönheit, an Fülle hervorbringt, hervorzurufen mag und gebiert und uns schenkt. Also da ist unglaublich viel und wie viel Potenzial auch noch in ihr enthalten ist und wie viel Schätze sie birgt und hervorbringt. Reichtum an Verschiedenartigkeit und Kreativität und Möglichkeiten und Entfaltungsräumen. Also die Erde ist wirklich unendlich reich und liebend, denn sie lässt alles zu. Ja, sie ist für mich die Liebe schlechthin. Und wenn du eben zu den Menschen gehörst, die das auch sich vorstellen können, die das dann auch annehmen können, dann ist das eben hilfreich, diese Brücke zu haben, zu wissen, diese Mutter ist überall und sie liebt uns alle. Und sie schenkt uns auch alles, was wir brauchen. Und wir können uns mit ihr verbinden, wie zu einer Mutter. Das hilft uns vielleicht, das innere Bild der verletzenden Mutter oder der gestörten Mutter-Verbindung, die wir hatten, zu heilen. Zu wissen, auch deine Mutter hatte eine Mutter und hat etwas erlebt, so wie du, und etwas weitergegeben, so wie du. Und du kannst die Mutter Erde da, ja, für dich wie eine Begleiterin wahrnehmen. Und du kannst dich an sie wenden, wenn es dir liegt. Und wenn es dir nicht liegt, dann ja, dann natürlich nicht, dann lässt du das einfach weg. Und es gibt andere Wege, sich mit der Liebe zu verbinden. Zum Beispiel auch, das möchte ich als letztes noch nennen, und das ist etwas, was ich sehr häufig sage, weil das so einfach ist und auch gleichzeitig wirklich wirksam. Einfach über dein Herz. Und die meisten, glaube ich, wissen das auch schon. Nur das Wissen allein nützt eben nichts, sondern wir müssen das Wissen natürlich auch anwenden. Das heißt, es reicht nicht, darüber zu reden und zu denken, ja, ja, das Herz und das Liebe und das hilft mir, oder das, da ist der Sitz der Seele für mich, innerlich der Zugang, sag ich mal, dazu. Aber das dann nicht auch zu tun, besonders in Zeiten, wo wir aus uns geraten sind, aus unserer Mitte. Und da reicht es wirklich, dich innerlich zu verbinden, aber du kannst natürlich auch immer deine Hand drauflegen. Und das ist sehr, sehr schön. Und das verbindet dich. Und du kannst es immer wieder am Tag machen oder dort hinein atmen. Einfach spüren ins Innerste deines Herzens hinein. Und da wirst du etwas Warmes. Es ist wie, wenn ich es beschreibe, Bilder beschreibe, dann ist es wie warm und weich und öffnend und liebend. Da kommt, das ist wie eine Quelle, spüre ich das. Da quillt etwas warm, liebevoll Empfangendes hervor, energetisch gesehen. Und damit kannst du dich eben auch verbinden. Immer wieder. Ja. Und dann möchte ich noch sagen kurz, ich finde es toll, dass wir auf diesem Weg sind. Endlich. Dass jetzt mehr und mehr bewusst auf diesem Weg sind. Dass wir uns auf den Weg zur Liebe machen und Liebende zu sein. Und dass wir alle miteinander lernen und lernen dürfen. Und dass wir kurz davor stehen, dass sich mein Traum erfüllt, den ich ja vor Jahren hatte, wo ich geträumt habe, das hatte ich schon mal erwähnt. Dass wir einander umarmen und uns sagen, dass wir uns lieben. Und dass da die künstliche Barriere wegfällt. Dass wir aufhören, uns zu verstellen und uns zurückzuziehen hinter Mauern, hinter Abwehr. Ja, die meisten nämlich haben ja Angst vor der Liebe und nicht Angst vor der Angst. Die Angst vor der Liebe ist, glaube ich, eine sehr große Angst, der wir uns jetzt auch Schritt für Schritt nähern dürfen. Und in vielen von uns
kommt sie jetzt hoch und zeigt sich dann auch im Außen, kann sich auch durch Konflikte zeigen, Situationen, aber eben auch durch das Thema, mit dem wir da verbunden sind einfach. Ja, jetzt ist es, glaube ich, rund. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück mitnehmen oder inspirieren auf diesem Weg zur Liebe, den wir jetzt hier alle gemeinsam beschreiten. Ich würde mich auch sehr freuen, von dir zu hören, wie es dir derzeit geht oder wie du das erlebst gerade jetzt, besonders wo die Grenzen enger gesteckt werden, wo wir unseren eigenen inneren Abstand auch äußerlich sichtbar erkennen dürfen und wieder überbrücken dürfen, lernen, Masken fallen lassen, innerlich sichtbar werden. Ja, das sind alles noch Themen, die dazugehören. Ich freue mich sehr, wenn du bis hier mein Video geschaut hast. Schick dir eine ganz liebe Umarmung und ja, wir sind nicht allein, du bist nicht alleine und wir sind gemeinsam unterwegs und wir haben es schon geschafft, weil wir sind ja schon auf dem Weg. Bis bald.